Mein Zahn muss raus und ich habe echt, ich habe Angst, ich habe Panik, weil ich weiß nicht, was passiert da, wie wird das Ganze gemacht und wenn ich das wüsste, dann wäre ich vielleicht so ein bisschen ruhiger. In diesem Video möchte ich dir deine Angst nehmen. Ich möchte dir einfach zeigen, warum ein Zahn entfernt werden muss und wie wir als Zahnärzte das Ganze machen. Ich möchte dich nicht als Zahnarzt ausbilden, aber ich möchte dir ja Mut machen, dich darauf einzulassen. Und am Ende dieses Videos schenke ich dir einen wertvollen Tipp, den du nicht unterschätzen darfst, wenn dir deine Zahngesundheit und ein fester Biss wichtig sind. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und auch Fachzahnärztin für Oralchirurgie. Ja, Zähne entfernt werden in Deutschland leider relativ viel und viele Menschen haben davor Angst. Und ich kann das auch total verstehen, weil gerade wenn es dich das erste Mal trifft und du einfach nicht weißt, was passiert da, wie geht es mir danach und warum musst du überhaupt raus, dann kann ich verstehen, dass man echt aufgeregt ist. Aber es ist doch ganz häufig so, dass viele Menschen am Ende dieser Behandlung sagen, ja, so schlimm war es denn gar nicht. Und dahin möchte ich dich führen. Schau, es gibt natürlich mehrere Gründe, warum so ein Zahn einfach entfernt werden muss. Ich möchte das ganz kurz einmal zusammenfassen für dich. Es sind einmal Zähne, die zum Beispiel durch eine Entzündung und durch einen starken Knochenabbau, zum Beispiel bei einer Parodontitis, Parodontose, einfach so geschädigt sind, dass sie schon gelockert sind und austherapiert sind. Solche Zähne müssen entfernt werden. Es müssen manchmal Zähne entfernt werden, die eine nicht erfolgreiche Wurzelbehandlung hinter sich gebracht haben. Aber der häufigste Grund, na ganz klar, ist mit dass der Zahn regelrecht durch Karies zerfressen wurde, dass er einfach so ein großes Loch hat, dass es schon Richtung Knochen, Richtung Zahnfleisch geht und ja, einfach das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil wir viel sauber bohren können, aber wir müssen das Ganze natürlich auch wieder ordentlich für dich versorgen können. Und manche Zähne, da geht das einfach nicht mehr. Und dann gibt es noch zwei kleine Bereiche, sage ich mal, wenn dir ein Zahn frakturiert, wenn der einfach kaputt bricht, wenn du irgendwo auf den Kirschkern zum Beispiel gebissen hast, oder natürlich, wenn es aus Platzmangel von dem Kieferorthopäden heißt, zum Beispiel die Prämolaren, die kleinen Backzähne müssen entfernt werden, damit du am Ende gerade Zähne hast. Da hast du jetzt mal so einen Überblick, warum Zähne entfernt werden. Aber die beiden Hauptursachen, Zahnfleischentzündung und Karies, wie immer die Hauptursache für die ganzen Erkrankungen deiner Zähne. Jetzt ist es so, wenn du die Herausforderung hast, dass ein Zahn entfernt werden soll, dann gibt es erstmal ein Vorgespräch beim Zahnarzt. Und ich hoffe und denke mal, kein Zahnarzt packt da gleich die Zange aus und es geht los, sondern es wird darüber gesprochen. Und da wird letztendlich auch gesagt, was sind die möglichen Risiken, wie zum Beispiel Nachblutung und Wundinfektion. Darüber sollte man auf jeden Fall sprechen als Zahnarzt. Und natürlich müssen wir zum Beispiel auf die Nachbarzähne aufpassen, ganz klar. Und dann gibt es noch wichtige Strukturen, Oberkiefer, Kieferhöhle und im Unterkiefer der Nerv, der deine Lippe mit Gefühl versorgt. Aber in der Regel sind das Sachen, die jetzt bei Zahnentfernungen nicht ganz so dramatisch sind. Ja? So, und dann kannst du dich mit deinem Zahnarzt auch auseinandersetzen, ob du sagst, ich möchte überhaupt nichts mitbekommen. Ja? Bitte einfach die Festplatte ausschalten. Ich möchte in die Sedierung, in die Narkose. Oder du sagst, nee, das ist überhaupt kein Problem. Ich nehme die Zahnspritze, die örtliche Betäubung, die Anästhesie und dann wird das schon. So, und was erwartet dich dann? Du musst dir einfach vorstellen, wenn wir jetzt diese beiden Hauptkategorien mal auseinanderhalten, der Zahn ist kaputt, nicht mehr erhaltungswürdig, weil er einfach einen extremen Knochenabbau hat, eine starke Entzündung, dann ist es und vielleicht sogar schon stark gelockert ist, dann ist die Herausforderung, dass wir das Ganze wirklich gut betäubt bekommen. Ja, weil du musst immer davon ausgehen, da wo etwas entzündet ist, da ist einfach das Milieu sehr sauer und da wirken die Spritzen nicht so gut. Das heißt, der Zahnarzt, der erfahrene Zahnarzt weiß das und gibt dir schon mehr, dass wir das Ganze natürlich, das ist die oberste Priorität, dass wir schmerzfrei für dich den Zahn entfernen können. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Zahn ist zerstört durch ein großes Loch, dann ist es einfach so, dass du dir vorstellen musst, die Wurzel steckt dir noch fest im Knochen, aber die Oberkonstruktion, der eigentliche Zahn, das was du siehst, die ist zerstört.
dann ist es einfach so, dass es für dich das Gefühl geben kann, dass das Ganze so ein bisschen knackt und knuspelt. Ja? Wenn du dir vorstellst, dass der Zahn wirklich ausgehöhlt ist, dann ist es einfach so, dass es immer so ein bisschen Knackgeräusche geben kann. Das ist einfach so. Und leider ist es im Kopfbereich durch die Knochenleitung so, dass es sich für dich immer mehr anhört, als es letztendlich ist. Es ist nicht schlimm, es ist nur dein Zahn. Da ein wichtiger Tipp zum Beispiel, nimm dir doch gerne einfach Musik mit auf die Ohren. Das lenkt so ein bisschen ab. Viele Patienten nehmen das dankbar an und fragen, kann ich denn meine eigene Musik? Ja, klar kannst du das. In meiner Praxis kannst du dir alles auf die Ohren packen, was du möchtest. Vielleicht haben wir selber da noch was von. Man sollte natürlich vorher so ein bisschen die Spielregeln festlegen. Hörst du mich in dem Moment noch oder gar nicht? Weil ich persönlich mache es ganz gerne mit meinen Patienten so, dass ich auch ein bisschen während der Behandlung so kommuniziere, dass ich sage, es kann jetzt mal knacken und es kann jetzt mal drücken. Du weißt, was ich meine. Weil dieses Drücken, musst du dir so vorstellen, wenn die Wurzel wirklich fest im Knochen sitzt, dann ist es einfach so, dass der Zahn in einem Art Fasersystem sitzt. Das sind die scharpäischen Fasern, die halten den Zahn quasi fest. Ja, das ist so eine Art Stoßdämpfer-Trampolinsystem, dass von dem Zahn wirklich ganz viele Fasern zum Knochen gehen. Und die müssen wir so ein bisschen lösen. Und ich möchte dir jetzt gar nicht das ganze Instrumentarium zeigen, weil das wollen die meisten sowieso nicht sehen. Das heißt, wenn du zu dem Termin kommst, guck dir das nicht bis ins Einzelne an. Da sind viele Sachen, Instrumente, die da rumliegen. 80% brauchen wir in dem Fall gar nicht. Aber ganz wichtig ist, dass wir eben diese Fasern lösen. Und dann musst du dir einfach vorstellen, wenn du dir vorstellst, da ist ein Betonpfeiler in der Erde und den möchtest du rausziehen. Den nimmst du den meistens auch nicht so raus, sondern du klopfst und drückst überall von allen Seiten, dass du eine gewisse Bewegung da rein bekommst. Und das ist dieses Druckgefühl, weil dieses Knochenfach dehnt sich ein ganz bisschen auf. Diese Fasern zerreißen, das hört sich dramatischer an, als es ist, weil das wirst du nicht mitbekommen. Und dann wird der erfahrene Zahnarzt einfach wissen, für jede Art von Zahn gibt es auch eine gewisse Technik. Das heißt, ich bin ja jetzt auch nicht so kraftbeladen, das hat auch nicht viel mit Kraft zu tun, sondern das hat was mit Technik zu tun. Das heißt, jeder erfahrene Zahnarzt und Chirurg weiß natürlich, welche Art von Zähne er wie am besten so geschickt schnell rausbekommt, dass du möglichst gar nichts davon mitbekommst. Und da kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Es lässt sich natürlich nie etwas zu 100% versprechen, dass der Zahn in 3 Sekunden raus ist. Aber ganz oft ist es so, dass es unter einer Minute, unter 30 Sekunden dauert. Aber wenn natürlich dieser Zahn, der jetzt zerstört ist, immer weiter knackt und knackt, dann ist es zum Beispiel so, dass wir es entweder mit einem kleinen Entlastungsschnitt an der Schleimhaut so ein bisschen den Knochen anschließend schwächen, dass wir uns so ein bisschen so einen Hebelansatz rankriegen, dass wir den Zahn dann, wenn einfach auf der Schleimhaut nichts mehr zu sehen ist, es ist einfach nur noch die Wurzel da, dann müssen wir für Hebeltechniken einfach nur so einen kleinen Ansatz schaffen. Und das ist wieder nur dieses Druckgefühl. Es ist kein Schmerz, es ist ein Druckgefühl. Wenn der Zahn dann einfach rauskommt, hält das in der Regel offen aus. Ja, wenn wir so einen kleinen Schnitt gemacht haben, was wirklich selten ist, aber vorkommen kann, dann wird einfach nur dieser Schnitt ein bisschen zugenäht, vielleicht mit 2 Fädchen, die dann nach 7 Tagen rauskommen. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Tipp, den ich dir am Anfang des Videos versprochen habe. Wenn du vorher schon weißt, was du nach der Zahnentfernung mit dieser Zahnlücke machen möchtest, ist es sinnvoll, natürlich am Tag der OP zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte ja wieder feste Zähne und das sollte ja dein Ziel sein. Wir reden über Implantate, dann ist es in den meisten Fällen hilfreich, am Tag der Zahnextraktion schon einen kleinen Knochenaufbau zu machen, weil wir am Ende des Tages dann einfach viel, viel unkomplizierter ein Implantat setzen können. Das heißt, der Top-Tipp für dich, mach dir mit deinem Zahnarzt und die erfahrenen Zahnärzte, sprechen das vor der Zahnentfernung an. Mach dir Gedanken, wenn der Zahn weg ist, was soll dann für dich weiter passieren. Wenn du jetzt auch sagst, oh, trotzdem habe ich immer noch so ein mulmiges Gefühl und ich möchte wirklich nichts mitbekommen, dann klicke jetzt auf dieses Video, wo ich dir ganz schnell erkläre, wie das mit der Dämmerschlafsedierung funktioniert, damit du nichts von deiner Behandlung mitbekommst. Bis zum nächsten Video. Ciao.